Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Red Dead Redemption Online. In diesem Part gibt es ein bisschen Action. Habe ich ja versprochen. Wir werden aber erstmal hier die Schnapsflasche besorgen. Wo sind wir denn überhaupt? Und dann die und dann wieder zurück. Gibt es eine Schnellreisemöglichkeit? Keine Ahnung. Wer ist hinter mir? Da war ein blauer Punkt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja. Letzten Part waren wir angeln, deswegen sind wir vom Lager entfernt. Was gibt's hier Schönes? Es vibriert. Gehst mal vom Dach runter. Nicht geplant. Es gibt hier irgendwas vielleicht drin. Nehmen. Klassische Haferplätzchen. Das war es aber noch nicht. Irgendwo hier draußen. Vogelnest vielleicht. Ne, hier irgendwo. Jetzt bin ich schon wieder rein. Ich wollte doch gar nicht rein. Steh auf. Hier. Ich wüsste, was es wäre. Es vibriert sehr stark. Es kann natürlich sein, ich habe ja wohl die Schaufel. Hier liegt auch nichts auf der Fensterbank. Gucken wir mal. Ne, hier wird es schwächer. Was ist hier in der Ecke? Ah, man kann noch hoch. Was war da? Ach, Haferplätzchen. Da, eine Karte. Untersuchen. Schön. Haben wir. Ja, haben wir unsere Knöchel verstaucht. Okay. Gibt es hier auch noch was? Ja, es vibriert. Gehen wir mal rein. Gewalt. Öffnen. Fuchsbaum kam. Sonst ist nichts. Klauen wir den Leuten Rangaufstieg 11 haben wir. Okay. Okay, was haben wir dafür gekriegt? Ah. Oh.
Ein ungebundenes Halstuch. Ladenpreis, ja. Oh Gott. Ja, dies habe ich schon freigeschaltet, aber noch nicht gekauft. Die ist natürlich nachts sehr gut. Okay. So. Muss mein Pferd kommen. Los, Franklin, wir haben was zu tun. Galopp, galopp. Galopp durch den Wald. Ich würde natürlich auch sehr gerne, komm mal runter hier, mal bald neues Pferd zulegen. Auch. Auf hier. Ein Dreier. So. Das heißt, wir sollten dann auch noch mal ins Lager. Aber Schnellreise ins Lager habe ich versucht, ganze Sachen, die man gesammelt hat, weg. Das hilft also nichts. Warum nicht hier angeln? Ja, machen wir einen kleinen Umweg. Wird heute noch nichts mit Action. Ja, so schnell werden, dass wir nicht alles hinkriegen. Kondorei. Puh, das ist so eine Sache mit dem Kondorei. Da muss man ein Ei suchen. Das kann man auch irgendwann mal machen. Aber jetzt halten wir uns erstmal an dem Plan. Puh, weiter. Pferd. Oh. Oh je. Komm. Aufheben. Mensch. Pferdchen. So. Hör doch mal, wenn ich sage, hier hoch. Hier hoch. Sind aber auch Wege. Sind doch richtig, ja. Ei, ei, ei. Ja, es ist viel Gereite hier. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, ne? Weil wie man sieht, man kann langsam während des Reitens jagen. Und ich habe Lust, nochmal die Story zu spielen. Ich habe es ja nie zu Ende gespielt. Ja, hier muss es sein.
Pomade. Eben, karibischer Rum. Haben wir. Gut. Ist da noch was? Okay, Karte bitte. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Ja, reiten wir eben zum Lager. Und dann San Denier, glaube ich, war es jetzt. Schatz, Schnaps. Ring Hirsch, das Lager. Meine Güte. Howdy. Ja, ich habe Lust, die Hauptmission, die Story Red Dead Redemption 2 zu spielen von Arthur. Ich habe ja damals mit Xbox angefangen. Dann ging mir ja die Xbox kaputt. Dankeschön. Aber ich habe Lust, nochmal das anzufangen. Oh, fährt schon langsam. Oh. Ja, da habe ich wirklich Lust drauf. Mal sehen, vielleicht mache ich das auch. Terminator geht ja bald zu Ende. Dann werde ich euch sowieso ein Spiel vorstellen wieder, wo ich dann entscheiden könnt, Let's Play ja oder nein. Und Red Dead 2 würde ich wirklich gerne. Ich glaube, das mache ich auch, mein Gott. Kommt es halt immer Samstag, Sonntags oder so. 2 Tage nur die Woche. Weil die Re Let's Plays mit Richie, Let's Plays Together, neigen sich auch dem Ende zu. Fallout 76 ist beendet, also haben wir keine Folgen mehr. Wir haben im Moment nur noch Far Cry New Dawn. Das sind aber auch eigentlich die Hauptstory ist schon beendet. Wir haben nur noch so ein paar ein paar Missionen erledigt. Diese, ach, ich habe es vergessen, wie heißen. Auf jeden Fall Valentine. Fertig, ich habe dir auch gerade was zu essen gegeben. So, was ist jetzt hier? So ein Affentanz? Kriegst noch mal eine Karotte hier. Hier ist der Stall. Ich erinnere mich. Und hier kann man, glaube ich, gefundene Pferde hinbringen in Valentine. Ich glaube, ich hätte auch das gezähmte Pferd hier hinbringen können. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich will nichts behaupten. Gibt es hier eigentlich irgendwie Sammlungssachen? Pferd, was machst du denn? Es lässt sich heute super lenken. Ach, müsste auch nicht sein. Wir machen das, was wir wollten. Ja, dann hätte ich Samstags läuft ja bei mir sowieso nichts. Und Sonntags wäre dann frei. Da würde ich Samstags, Sonntags Red Dead 2 machen. Und noch ein Spiel, was mir am Herzen liegt. Würde dann Samstags, Sonntags kommen. Welches das noch sein wird, weiß ich noch nicht genau.
schauen. Ich habe The Walking Dead, komplette Serie, habe ich. Und das würde ich gerne machen. Also das werde ich machen auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob jetzt schon und ob das Sonntag kommt oder ob das halt. Ach, was schießt du denn, Frau? Ja, toll. Schieß auch mit Blödsinn. Sowas geht man doch nicht jagen. Pistole. Ja, dann hätte ich noch Assassin's Creed Unity. Was für mich zum Teil blind ist. Ich habe nur mal Folgen gesehen gehabt. Das würde ich eventuell gerne. Das wäre was für Samstag und Sonntag. Ja, dann habe ich Borderlands 2. Borderlands Prequel. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das wäre noch was, was ich euch vorstelle, was nach Terminator kommen könnte. Wo ihr dann entscheiden könnt, Let's Play ja oder nein. Was habe ich noch? Outer Worlds habe ich. Das wäre. Wo haben wir denn unser Lager wieder? Das Felding ist auch noch mit. Ach, das ist ein Stein. Häuten. Oh, das ging auch schnell. Ohne Animation. Komisch. Nee, ich möchte nicht. Danke. Ohne. Ich bin Einzelkämpfer. Einzelgänger. Wo ist mein Lager? Ja, das war in letzter Zeit buggy mit dem Lager. Das war auch noch so eine Sache. Das Lager sollte da sein, war aber nicht da. Aber es ist da. Gut. Wieso? Vom Pferd steigen müssen wir auch noch lernen. Wieso? Flagge hissen, bitte. Gut. So, kriegt er das, was wir da geangelt haben, wollte ich schon sagen, gejagt haben. Ja, Fische nimmt er ja nicht. Getting a little low on supplies here. Guess beggars can't be choosers. Produktion angehalten. Vorräte können wir bestellen. Well, if you insist. Habe ich bestellt jetzt. Habe ich doch gemacht. War das noch gratis oder muss ich bezahlen? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir uns da jetzt nicht mit beschäftigen. Ich bin überlegen, wenn wir schon mal da sind. Wir brauchen das Geld, oder? Oder sollen wir warten, bis er 50 hat? Immerhin $62. Und vielleicht müssen wir in die Richtung. All right, my friend. Time to make some money. There's another batch ready to go. Sure feels good. It wasn't easy. I've cut myself so many times, it's a miracle I've got any blood left in me. Anyway, got a local buyer lined up, so should be an easy run for you. Vielleicht kommen wir in die Gegend, wo auch die Schnapsflasche sein soll. Wäre gut möglich. Gut. Dann alles. Ah, wieder nach Valentine. Naja, hat sich ja voll gelohnt. Dann komm, fertig.
So. Können wir mal gucken. Nochmal, wo die Schnapsflasche ist. Ich will immer Schatzkarte sein. Schnapsflasche. Vielleicht können wir eine Schnellreise dorthin machen. Ja. Moment. Schneller, Pferdchen. Schneller, schneller, schneller. Zackig, zackig. Oje, oje. Neue, ja. Na toll. Na komm. Moment. Ich habe besucht. Da wird gerade jemand laut. Moment. Ja, eine Freundin ist da mit ihrem Kleinkind. Und das war ein bisschen am Cracken. Komm, Pferdchen. Fahr! Ich habe nicht so viel Zeit. Los. Bahnhof Valentine. Ist da hinten schon der Bahnhof? Aus dem Weg. Mann. Keine Zeit. Ja, ja. Ist schon der Bahnhof. Und so. Nimm doch bitte beide. Schieß! Ich bin tot. Gut. So weit weg jetzt. Pferd, komm! Wo ist noch einer? Wo bist denn du? Schieße ich dir alles weg. So. Gut, Ware wurde verkauft. Ja. Okay. Sind noch ein paar Leichen da, die ich plündern kann, oder? Ja. Hier von 9 und... Ah, muss schon. Geh runter. Du
nur gucken, ob es hier Vibration gibt. Valentine. Hier gibt es nicht. Scharfe. Nein. Gehen wir mal eben zur Post. Und dann machen wir eine Schnellreise. Nee, ich will dich nicht. Das ist wahrscheinlich eine Mission. Wir wollen jetzt keine Mission. Ich will nur meine Sachen abholen. X. Alles. So. Ich guck mal eben auf Karte. Wo müssen wir denn hin? Nach Saint-Denis. Okay. Könnten wir nämlich auch dort mal kurz uns einen Waffenskin oder so holen. Okay, Schnellreise. Gibt's, kann man das denn? Ja. Narrengold, ja. Jetzt nicht. Das ist den erschießen, der einen goldenen Helm aufhat und dann den goldenen Helm aufsetzen und sich nicht erschießen lassen. Ja. Oder so. Goldenen Helm finden. Pferd. Du bist auch da. Außerhalb. Aber ich würde mal gerne irgendwie hier hingehen. Und langsam. Ruhig, großer. Nein, das China-Restaurant. Das habe ich auch. Are you a new customer? Well, welcome. Ja. Come in. Take a look at our catalog. Let me know if you want to get a feel for any of them. You know, we sell plenty of parts to improve that weapon. Was? Sammlervariante? Das ist nur das Skin. Nö, will ich nicht. Komponenten? I have some better quality components if you're looking for the best. Aber ich dachte, wäre gratis oder so. Ah ja, Angebote und Belohnung. Ich will etwas, was. Genauigkeit wird dann noch vergrößert und Rall. Reichweite. We stock some of the finest quality guns in the south. Was gibt's noch? Visier. Da wird auch nochmal die Genauigkeit verbessert. Gratis. Einlösen. You got no regrets with that decision? So. Wieso soll ich da Gold benutzen? Die Reichweite wäre dann halt natürlich ein bisschen besser, als hätte ich. Ja, komm, machen wir. Und Visier. You should take a lot of bullets. Nochmal. Okay. Nee. Ich bin noch nicht fertig. Anpassen.
Kann ich da noch was machen? Glaube ich nicht. Die Waffe kann er reinigen. That firearm will be much happy with the cleaning and some gun oil. Komponenten. I've got some better stocks that would fit that gun. Can add to stability. Die Reichweite wäre noch mal besser. Nehmen wir. Haben wir schon. Verbessertes Visier. Kurzes Ziehen verloren. Macht aber nichts. I'm here to help if you Schafft. Need me. Nein, interessiert auch nicht. Schutz. Haben Stoff. Oh, sieht natürlich besser aus. Aber nein, dafür gebe ich kein Geld aus. Dekoration. I can do some nice ornate engraving on there. If you like, good price. Es kostet 0 Gold. Ach, das haben wir, oder wie? Nein, ich gebe kein Geld für sowas aus. Steht rein, Lackierung. Geht zurück. Abgesickte Flinte, kann man da noch was machen? Looks like you've been taking good care of that gun. Oh. Komponenten. Visier. Would you be interested in me changing some of the parts at all? Genauigkeit wird etwas besser. Schafft noch Fragen. Das ist einfach nur wieder bla bla. Schutz. Sieht blöd aus. Nein. Krabbetierflinte. Glad to see you're taking care of it. So many people don't. I can give you some better options for the sights. Genauigkeit wird besser. Ja, wir geben jetzt ein bisschen Geld aus. Da die Reichweite. Siehe. Auch nochmal Genauigkeit. Schafft. Dafür gebe ich kein Geld. Oh, haben wir so viel Geld schon wieder ausgegeben. Mist, verdammt. So. Kann ich nicht die verkaufen, die ich nicht haben will? Den zum Beispiel. Ich will loswerden. I can see you look after your firearm. I could add some rifling into the barrel if you want. Makes it much Genauigkeit ist natürlich sehr gut bei der Waffe. Wenn man so schaut. Zielfernrohr habe ich abgemacht, weil ich sonst durcheinander kam. Okay. Pixelmacher Katalog. Tell me what you like and I'll get it for you. Ich habe kein Geld mehr dafür. Ja, eigentlich wollte ich keine Waffen mehr kaufen, wollte eigentlich Munition kaufen erstmal. Wir haben ja jetzt genug Geld ausgegeben. Nicht viel Repetiergewehr. Feuerrate. Ich muss mir das mal alles in Ruhe angucken. Ich glaube, ich kaufe mir jedes Gewehr und Springfieldgewehr. Rang 38. Das hat natürlich guten Schaden. Reichweite ist auch gut. Feuerrate ist kack. Ich habe das Bolt-Action-Gewehr. Da ist die Feuerrate etwas besser. Nachladezeit ist da schlechter, das ist besser.
Rolling Block Gewehr. Das ist natürlich auch Feuerrate. Das ist natürlich ein schönes Gewehr. Die habe ich abgesagt, die Schrotflinte, doppelläufige Flinte. Wir haben ja diese Pump Action Flinte. Tun sich nichts. Kacketierflinte. Ah, die habe ich. Ah. Okay. Munition noch kaufen? Ausverkauft. Alles ausverkauft. Okay. Dann hast du genug Geld gekriegt. Alles gut. Adios, amigos. Raus. Ja, bye. So, jetzt suchen wir noch die Schnapsflasche. Die wäre dann hier. Fett, gib Gas. Denn wir haben hinterher noch einen weiten Weg vor uns zur Mission. Und wie gesagt, wir wollen mal wieder Geld haben. Irish Whisky. Sehr schön. Schrank besuchen. Nichts drin. Ja. Da, mehr brauchen wir nicht nehmen. Boah, ist das immer grell durch den Schnee. Ja. Moment mal. Sammler. Nee. Sammeltasche. Was wollte sie? Scotch Whisky, eine heißbegehrte Flasche des Glentro Spezial Whisky Likörs von 1824. Ass der Stäbe. Ja, okay. Nächste Mal finde. Gut. Pferd. Komm. Okay. Dann einmal die Karte, bitte. Ach, das ist Angeln. Ködergeschäft. Ja, wir sind noch nicht so weit. Oh, ist mir kalt. Ich glaube, ich muss mir gleich meine Jacke anziehen. Also, Schnellreise wollte ich wieder machen. Denn, wo ist denn die Madame überhaupt? Die haben wir doch irgendwo gesehen. Ah, sie ist da. Nach Armadillo, wenn es geht. Oder so.
Ach, was mache ich denn? Hier hin. Und wir haben wieder was bekommen oder so. Kann es sein? Clubbewohnung. Westen und so Kleidung. Um Pferde natürlich 30%. Und Sättel. Ja. Was ist das? Ein Wels? Ach so. Ehrenanpassung. Ach so. Brauche ich. Angelpaket. Das ist gut. Fähigkeitskarte. Wow. Der sieht schön aus. Obwohl ich nicht auf Pelz stehe, aber sagen wir einfach, es ist künstlicher Pelz. Gut. Habe ich markiert den Weg? Ja. Dann Abzug nach Saint-Denis. Ja. Machen dann eine Schnellreise. Das heißt, bevor ich Schnellreise mache, oder wir machen auch zusammen die Schnellreise. Und dann aber beende ich den Part. Im nächsten Part gehen wir nach Madame Nazar und werden dann die Hauptmission machen. Genau. Ich laufe gerade mal hier in der Mitte ein bisschen. Stört mich keiner. Außer wenn die Straßenbahn kommt. War das nicht hier, wo wir uns abgesucht haben, wie noch eine Schnapsflasche? Nee, war nicht hier, oder? Oder doch? Die wir nicht gefunden haben. Es hat vibriert wie bekloppt, aber es ging einfach nicht. Hier irgendwo in der Tür war die. Ich weiß, ich mache wieder Sachen, die ich nicht machen sollte. Okay, ihr habt ja echt. Gut. Machen wir dann die Schnellreise nach irgendwo da unten hin. Am Amadillo. Genau. Beim Ladebildschirm kann ich mich ja schon mal verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, im nächsten Part geht es von hier aus dann weiter. Bis dahin. Adios.